Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exile Isle of Scepter Gameplay mit Mods. Ich bin hier am Schnellreiseobelisken an der Nordwestküste. Im Prinzip da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und hier gibt es ja noch was zu erforschen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ich habe heute nur von der Standardbesatzung nur hier Cathibria dabei zum Schleppen. Und ansonsten habe ich hier Anna the Reaver dabei. Der habe ich hier mal so ein legendäres zweihändiges Schwert gegeben. Ist vom Damage etwas schlechter wie das Star Metal, was ich ihr gemacht hatte. Aber dafür mit der Armor Penetration ein bisschen besser. Und mal gucken, wie sie durchkommt. Und hier Ma, the Slithering, hat den Dragonbone Bow und Daggers of the Legion. Und da habe ich ein paar gute Pfeile reingepackt. Ich denke, das sollte ganz gut gehen. Und dann nähern wir uns mal kurz was trinken, wenn wir schon hier sind. Einzigste, was ich machen muss, ist, dass ich sollte der Ambush kommen und wirklich was dabei sein, was ich gerne hätte. Dann muss ich ihr den Bogen wegnehmen, weil die neigt dazu. Auch wenn ich da mit der Keule rumrenne, dann sagt die sich, ja, das mag schon sein. Das mit der Keule, aber ich schieß lieber mit dem Bogen. Die, wer meine Serie schon geguckt hat, und zwar die Exiled Land Serie, ganz am Anfang war ja noch der Grave Matter Event. Und da waren die Kollegen hier in der Buccaneer Bay auch vertreten. So, jetzt haben wir das ein bisschen, heute ein bisschen komplizierter. Wer hat abgelevelt? Du oder du? Das weiß ich jetzt nicht. Muss mal gucken. Du brauchst auf jeden Fall wieder einen Fisch. Und dann nehmen wir dir ganz kurz die Mütze raus. Und dann kriegst du die Mütze hier wieder rein. Und du kriegst noch am Anfang damit potenziell das Leben nach oben geht. Gibt es Hardensteel? Nee, ich glaube nicht. My claws are sharp. Soon my teeth will taste your throat. You picked the wrong fight. So, hier haben wir das Problem, dass teilweise die Gefährten mit der Wegfindung ein Problem haben. Vor allen Dingen auch, was ein Aggro angeht. Okay. Oh, da schwebt eine Kiste. Das nochmal mit. Das nochmal alles. Das lassen wir mal. Wir hatten schon ein Level abgekriegt. Nimmst du mal eins rein. Bleib du mal kurz stehen, bitte. Dann mal die Pfeile kurz raus, Fisch rein. Muss man die Mütze aufsetzen. Fisch rein, Mütze absetzen und ihr die Pfeile wiedergeben. Mich interessiert auch mal, wie sie vom Verbrauch her. You picked the wrong fight. Have you nothing better, pup? Huh!
braucht man nichts. Wo ist die Kollegin? Da ist die Kollegin, die war vorher 9, jetzt ist sie 10. Dann nehme ich ihr mal das kurz weg, nimmt sie. Und dann kriegt sie den wieder rein. Und du bist immer noch 9, okay. Gucken wir uns mal hier auf dem Schiff um. Okay, das war ganz clever. Wenn das höher gewesen wäre, hätte es mich ganz schön verarscht. Da ist nichts drin, was wir mitnehmen müssen. Da drüben steht noch einer. Ja, die Mace wäre. Okay. Die Mace wäre eigentlich besser zum Kämpfen, aber wie ich schon ein paar Mal erläutert habe, ich bin. Mit der Mace fühle ich mich nicht so wohl. Und, ich bin eigentlich hier, aber. Ich. Ah, da kommt einer. Ja, genau. Der hat nichts. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Oh, da kommt noch aber einer. So. Die Dolche nehme ich mit. Die sind nicht so schwer. So, du hast ein Level up. Bin am überlegen, ob ich ab jetzt Cruel gebe für die Stärke. Ich lasse nur eigentlich ein Leben. Ah, 5000 für einen Bogenschütze. Der ja theoretisch, wenn alles gut läuft, ich kann sie dann auch priorisieren. Also das ist ja dann nicht so, dass man. Nur ich will es im Moment nicht priorisieren für den Fall, dass wir einen Ambush kriegen. Ich weiß nicht, wie die sich verhalten, wenn sie eigentlich dann. Da ist nichts drinne. Nehmen wir und das hier den Rest lassen wir. Ah, Boatswain Beacon. Boatswain. Ups. Ah, komm, das nehmen wir mit. Alles, was klein und leicht ist, können wir ruhig mitnehmen. Und da tickert was. Und es kommt noch ein Ambush. Dann machen wir den hier schnell klein. Und du bist mal so nett. Oh, es kommen hier noch mehr. Sehr gut. Das genauso wollen wir auch den Ambush wieder haben, oder? Okay, ist eh Viecher. Alles gut, alles gut. So, du bist es Level 11. Habe ich dir vorher nicht was gegeben? Nee, okay. Dann kriegst du mal kurz die Mütze auf und Viech rein. Und du bist jetzt auch Level 11. Sehr schön. Die wollte ich noch looten. Nein, zu schwer, zu schwer, zu schwer. Da drüben ist es. Ah, ja. Das ist eine Kiste hier, aber. Macht natürlich bei weitem nicht jetzt den Damage, den eine Dalincia macht. Steel Truncheon nochmal mit. Jetzt gehen wir aber hier mal ein bisschen auf die Seite. Kommt mal her, Kinners. Je nachdem, was es ist, nehme ich dir dann den Bogen weg. Es ist gar nichts. Doch ein Ding. Ah, nee. Nee. Das nochmal mit, das nochmal mit. Na.
Und einmal draufhauen. Da oben steht noch einer. Das nur mit. Das nur mit. Für irgendwo höhentechnisch was? Nö. Doch. Aha. Was war das? Das war jetzt merkwürdig, oder? keine Ahnung, was das ist. Irgendwie so eine Art Teleportpunkt. Hier hat's Cluing Go, dieses Leuchtgras da. Wie heißt's? Sweetwater Falls. Cluing Goop. Sweetwater. Ja, halte ich mal raus hier. Nee, da waren wir eigentlich. Dann gehen wir da vorne wieder rüber. Da vorne ist noch einer. Ja, wenn du was willst, musst du hier rüberkommen. Also wegen dir latsche ich jetzt nicht wieder rüber. Da oben sind noch zwei. Nix. Nix. Sag mal, für was habe ich dir eigentlich Dagger gegeben? Wenn einer in den Nahkampf geht, dann solltest du ja die Dagger nehmen. Okay, du bist noch Level 11. Du bist aber Level 12. Boah, das geht ja recht fix. Ah, ich wollte mal gucken, genau, was hast du denn für einen Perk gekriegt? Den falschen, aber Agility ist okay. Und was hast du für einen Perk gekriegt? Leben und Dings. Ist okay. Sag mal, über den Agility-Perk hätte ich mich jetzt bei ihr natürlich mehr gefreut. Ah, das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, nehmen wir mit. Ja, komm mal her, bitte. Ich bin hier. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier kommt noch mal einer. Und vorbeigehupst. Und dann. Ja, kannst. Brauchst jetzt auch nicht mehr einen Bogen spannen. Der ist jetzt down. Okay, der hat sich erledigt. Der hat einen dicken Hammer. Kisten hat es eine Menge, aber naja. Die Ausbeute ist übersichtlich. Ja, Halli. Hallo. Ja, okay. Nee, dir schwimme ich jetzt nicht hinterher. Ja, das hast du jetzt davon. Okay. Ja, ich glaube, wir sind mal durch. Da sind wir jetzt durch. Und die Kisten, was ein bisschen schade ist.
Man erkennt. Hab ich da was gehört? Man erkennt an den Kisten immer vorher schon, ist es Float da. Okay. Steine wollte ich schon immer haben. Ja, ich würde sagen, das können wir abhaken. Trinken wir nochmal schnell was. Ah, ich habe übrigens meinen Rambausteine sind heute gekommen, habe ich gleich eingebaut. Das heißt, ich habe jetzt wieder meine 32 Gig hier auf dem Rechner. Und da fühle ich mich ein bisschen wohler, wenn dann brauche ich nicht immer alles, muss der da mit den 16 Gig wirklich gucken. Alles zumachen, was ich dann in dem Moment nicht brauche. Und nee, läuft wieder schön flüssig. So, gucken wir mal ganz kurz, wo wir auf der Karte sind. Also da oben ist unser Schnellreisepunkt. Da gibt es ein Vault. Ich würde mal sagen, wir gucken auf jeden Fall mal hier rein. Da oben ist unser Schnellreisepunkt. Und je nachdem, wie weit wir kommen, werde ich sozusagen am Abschluss der Tour den nächsten Schnellreisepunkt verewigen. Ja, hörst du auf, ein Pferd zu beißen? Das macht man nicht. Eine Menge Hunde hier. Okay, irgendjemand hat gelevelt. Ja, bleib mal stehen. Du nicht. Bei so kleinen kann man immer davon ausgehen, wenn wenn es so low ist, sind die da gerade gekillt wird, dass man dann eigentlich schön sieht. Ja, ich will. Das ist jetzt nicht der Kämpfer, den ich dann immer dabei haben werde. Es geht mir eigentlich bloß darum, dass ich die auch dann nachher schöne Segel. Ja, Uftis kommt her. Komm her. Noch ein Ufti. Auch noch nichts davon. Sind wir jetzt hier in der Bucht, wo ich hin wollte? Ja. Ah, das sind die. Ja. Die sind schon, ihr merkt, stecken ein bisschen mehr ein. Die machen sich ganz gut und ja, das hast du fein gemacht. Immer schön auf Distanz bleiben, dafür bist du Bogenschütze. Ah, da kommt der Nächste. Aber solange man Gegner staggern kann, zumindest bis zum gewissen Punkt, ist es nicht so schwer, weil mit drei Leute ist es einfach relativ einfach. Mal gucken, was die geben. Okay, dann probiere ich es mal mit dem Messer. Okay, da ist es. So. Ah, da genau, da oben hast du dann auch Black Eyes und so. Brauchen wir aber jetzt im Moment nicht.
Also wir gehen mal hier. Da ist noch, da liegt noch einer rum. Den haben wir noch nicht abgezogen. Knochenmehl brauchen wir nicht. Oh. You will never return to your den. You picked the wrong fight. Whimper in terror, fool. You picked the wrong fight. Ich dachte, dass man bei denen auch die Chance hat, auf diese Fischscale, auf diese Fischschuppen, die man für diese verbesserten Fischfallen dann braucht. Hey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schaden ist nicht besonders, aber... So geht ihr mal mit dem Spielen da drüben. Okay, nochmal alles. Sieht man das schön mit den Stackern. Und der kommt nicht raus. Okay, danke. Brauchen wir nicht. Triggern bloß den Eingang, damit wir die Kartenmarkierung haben, und dann gehen wir hier außen rum und dann geht es wieder an den Strand zurück. Trinkt noch was? Können wir ja. Harbor of the Drowned. Okay. Haben die echt noch kein Level abgekriegt? Der hat noch Ding. Ah, du hast auf jeden Fall ein Level up. Dann machen wir mal den da. Ja, komm. Ah, easy. Oh, der hat richtig viel gehabt. Oh, der hat ein Päckchen. So, so langsam muss ich mir Gedanken machen mit dem Übergeben hier. Ich übergebe mich. Das kannst du mal nehmen. Gods take you! Whimper in terror, fool! Have you nothing better, pup? You will never return to your den. Soon my teeth will taste your throat. Ooh.
So, da. Oh, keine Dingsfisch. Frischschuppen bisher. Hey, darfst du das? Und down. Ich geh halt auf Decker. Have you nothing better, pup? Nein. Have you nothing better, pup? Oh, der hat auch noch ein Päckchen. Ja. Das war mal hier. Da wären wir. Ah, jetzt haben wir schon zwei. Na. Sagt. Zwei Walls auf der Liste. Ah, genau. Halt. Beats, genau. Nee, Attributes. Jetzt habe ich endlich hier. Zacka. So, auf was gehen wir? Was haben wir? Encumbrance, Deflecting Chance, Ignore Arm und Schulter, Really Lost, was Hit. Und hier ist Antidot. Antidot ist natürlich nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ja, es gibt da schon noch ein paar Gegner, die einen vergiften. So, jetzt gehen wir erstmal in Richtung Strand. Und dann gehen wir noch ein kleines Stückchen abwärts. Und ist nämlich auch bald schon die halbe Stunde wieder um. Ja, da schnell wird essen. Wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt nicht wirklich weit gekommen. Das haben wir. Ich würde dann trotzdem vielleicht dann den Obelisken da aufstellen, wo es dann aufhört. Beziehungsweise ich könnte auch eine zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Dann bin ich eh noch in der Ecke. Ja. Schiffswrack. Liegt aber irgendwie nichts rum. Wracktechnisch. Ah, da kommt das Krokodil, kommt immer noch mit. Die sind teilweise echt anhänglich. So, wo sind wir jetzt hier? Da haben wir jetzt. Das hier geht es ins Landesinnere. Schon wieder Richtung Pferd. Das sieht aus wie ein Camp, das machen wir noch. Aber Camp heißt potenzielle neue Mitarbeiter. Dann nehme ich dir jetzt auf jeden Fall mal den Bogen weg. Wir gehen hier auf das Setup und gucken mal, was Arnos Prospekt. Da ist nichts. Erstmal gucken, was hier so rumrennt.
Morion Armorer. Anna the Reaver haben wir schon dabei. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir um auf. Oh. Okay, dann noch looten. Einmal auf eins auf die Mütze. Und weiß nicht, warum die tot ist. Wer von euch hat davor. Die müssten die eigentlich viel schneller runtergeknüppelt haben. In der Theorie. Aber. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. Und was hast du Feines? Oh, die Gewürze. Es gibt ja die Eigengewürze, die man selber im Grinder herstellen kann. Öl brauche ich nicht. Und das nehmen wir mal alles mit. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Oh, das ist fein hier. Hier gefällt es mir. Das nehmen wir alles mit. Ja, komm, nehmen wir auch alles mit. Stein nehmen wir nicht mit. Ups, was ist da drin? Stein. Stein? Nö, Stein brauchen wir nicht. Haben wir schon geguckt, Stein. Okay, dann das. Ah, hier. Da kann man die Wurfäxte mitnehmen. Können wir alles mitnehmen und ich bin überladen. Dann kriegst du das auf jeden Fall, das können wir droppen. So, und nochmal alles mit. Nochmal alles mit. Nochmal nichts mit. Ah, hier gibt's was. Okay, wieder umschalten. Settings, Gameplay, Deutsch. Ah, Strandräuber. Ah, ja, genau, das ist eine. Glaube ich, sind so Baumodelle, also. Na? Kann man mitnehmen. Und alles mitnehmen. Ich gehe hier durch wie so ein Staubsauger. Ja. Es ist. Grandios. Okay, dann nehmen wir das mit. Und den nehmen wir mit. Kochen können wir hier nichts, das lassen wir. Ja, ich würde sagen, nachdem wir die jetzt hier so schön erledigt haben, machen wir an der Stelle einen Cut. Ich werde dann gleich die nächste Folge aufnehmen im Anschluss, aber ihr seht es erst morgen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, seid so nett und gebt mir einen Daumen nach oben. Und hinterlasst Kommentare, das würde mich auch riesig freuen. Und wenn ihr es abonnieren würdet, den Channel, das wäre natürlich ganz grandios. Und ihr könnt auch die Bimmel aktivieren, dann kriegt ihr mit, wenn was Neues hochgeladen wird. Ja, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Hier Conan Exile Isle of Scepter Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.